So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu diesem Podium. Ja, die Möglichkeiten künstlich intelligenter Systeme werden immer wie größer. Selbstfahrende Autos, intelligente Prothesen, autonome Waffensysteme, wie wir gleich eben gesehen haben. Bei diesen groß wachsenden Möglichkeiten und der wachsenden Intelligenz dieser Systeme stellt sich dann natürlich irgendwann die Frage, wie sieht es mit dem Verhältnis zum Gesetz oder dem Verhältnis zwischen Gesetz und Maschinen aus. Und dieser Frage werden heute nachgehen. Ich sage es jetzt von Ihnen gesehen von rechts nach links. Oliver Bendel, er ist Professor für Informationsethik und Wissenschaftsinformatik an der FANW und hat unter anderem auch einen Lügenbot entwickelt, den er später noch vorstellen wird. Wolfram Burgert ist Professor für autonome intelligente Systeme an der Uni Freiburg. Nadine Zurkinden ist Postdoc für Strafrecht und hat schon einige Paper zu der Frage Maschinen und Gesetz geschrieben. Moderiert wird das Gespräch von Christoph Keller von SRF 2 Kultur. Und ich übergebe jetzt den Sprechern. Ja, ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Video kennen, dieses Teslas, der auf der Überholspur der Autobahn abbremst, noch bevor vor ihm oder vor dem selbstfahrenden Tesla ein Crash passiert. Das Video ging um die Welt, gelangte auch zu mir und ich habe mir das mehrfach angesehen und immer verbunden mit der Frage, ja, was tun wir jetzt in einer Welt, in der die Systeme, die wir um uns herum haben, immer besser werden, als wir es wären, weil sie eben mit den Algorithmen voraussehen können, was dann passieren wird und sie uns einiges voraus haben. Diese Frage wird uns heute auf dem Podium beschäftigen, aber es wird uns auch eine andere Frage beschäftigen, nämlich, was ist, wenn der Träger eines Exoskeletts plötzlich davonrennt, das Exoskelett sich selbstständig macht und die Person in eine Menschengruppe hineinrennt und dabei drei Personen verletzt. Meine drei Experten hier und die ExpertInnen hier auf dem Podium werden versuchen, diese und andere Fragen zu beantworten. Und ich möchte Sie jetzt ganz kurz konfrontieren mit einer kleinen einführenden Frage. Oliver Bendel, ich beginne bei Ihnen, ich gehe einfach von links nach rechts. Oliver Bendel, der Lügenbot ist eine Ihrer Erfindungen, aber im Moment arbeiten Sie an einem Roboter, der Staub saugt, aber dabei Respekt zeigt vor kleinen Tieren und zum Beispiel um Marienkäfer einen Bogen herum macht. Können Sie erklären, warum Sie ein solches Gerät entwickeln? Aus der Perspektive einer Kakerlake. Ja, Kakerlaken sind noch ein eigenes Problem. Ich würde dann schon dazu raten, den Kammerjäger zu holen. Ich vertrete vor allem zwei Disziplinen inzwischen. Also eigentlich bin ich Professor für Wirtschaftsinformatik. Ich habe aber auch Philosophie studiert in den 80er Jahren, damals Tierethik auch. Und wir haben von Konstanz aus zum Beispiel die Ställe besucht in der Schweiz, die sehr fortschrittlich waren. Ich vertrete heute vor allem zwei Disziplinen, nämlich Informationsethik, das wurde gesagt, und Maschinenethik. Und die Artefakte, von denen Sie gesprochen haben, die entwickle ich aus der Maschinenethik heraus. Wir fragen nach der Moral von Maschinen und wenn sie sich an den Begriff stören, was gut sein kann, wir verwenden den Begriff maschinelle Moral, ganz ähnlich wie künstliche Intelligenz. Auch in diesem Fachgebiet hat man sich 50 Jahre lang darum gestritten, darf man so reden, darf man so sprechen, darf man Maschinenintelligenz zugestehen. Und um es kurz zu machen, wir sind in der Maschinenethik daran interessiert, die Möglichkeit der Moral von Maschinen zu untersuchen und wir bauen auch Artefakte, die wir dann untersuchen. Ganz ähnlich übrigens wie in meiner Hausdisziplin Wirtschaftsinformatik. Ich habe an der HSG doktoriert in der Wirtschaftsinformatik, übrigens auch zu autonomen Systemen, zu anthropomorphen Softwareagenten. Und ganz ähnlich wie in der Wirtschaftsinformatik bauen wir Artefakte, wir bauen bestimmte Maschinen und erforschen sie dann. Und wie Sie richtig gesagt haben, wir haben letztes Jahr den Lügenbot gebaut, den werde ich am Abend vorstellen. Der lügt wie gedruckt, systematisch,
mit sehr interessanten Strategien. 7 verschiedene Strategien haben wir implementiert. Und jetzt bauen wir gerade in diesem Moment, dieses Jahr entsteht Lady Bird, der tierfreundliche Saugroboter. Wir wollen damit zeigen, dass solche Maschinen möglich sind, wo sie an Grenzen auch stoßen vielleicht. Ich konzentriere mich auf den Haushalt, auf den Schrebergarten, auf übersichtliche Umgebungen. Ich bin nicht dafür, alle Maschinen zu moralisieren und sie dann in die offene Welt zu lassen. Für den Haushalt halte ich das für eine gute Idee. Ganz herzlichen Dank. Einblick in die Forschung. Wir werden nachher sicher noch darauf zurückkommen. Wolfgang Burgart, Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass eigentlich in allen selbstfahrenden Autos, die auf der Welt heute schon unterwegs sind, ein Stück Forschung von Ihnen, von Wolfgang Burgart und seiner Forschergruppe mit drin ist. Das heißt, all das, was diese Systeme so sicher macht, stammt zumindest teilweise aus Ihrem Labor. Was denn genau? Ja, eine Technik, an der wir arbeiten, speziell in meiner Gruppe, ist Positionsschätzung für Vehikel. Also wenn Sie einen Staubsauger kaufen, ja, so einen, dann gibt es da 2 Varianten von. Der eine fährt zufällig durch das Zimmer und versucht also so, und wir sagen immer, wir sind sehr mathematisch ein bisschen, wenn die Zeit gegen unendlich geht, dann hat er tatsächlich auch mit Wahrscheinlichkeit 1 alles einmal abgesaugt. Ja. Und das ist natürlich nicht sonderlich intelligent, ne, und braucht auch sehr, sehr lange. Aber Sie können das cleverer machen, wenn Sie systematisch Dinge abfahren. Und dafür muss der Staubsauger wissen, wo er sich befindet oder wo er sich befunden hat zu jedem Zeitpunkt. Und diese Verfahren, die das machen, basierend auf Sensorik, mit denen der Roboter seine Umgebung wahrnimmt, und auch Kartierung mitunter, die kommt unter anderem aus Freiburg. Damals eigentlich war es eine Entwicklung, die wir gemeinsam in Bonn und der Carnegie Mellon University gemacht haben. Wenn Sie einen etwas besseren Roboter kaufen, der hat so eine Kamera, die nach oben schaut, der merkt sich so, wo die Lampen sind und kann damit dann systematisch fahren. Und da, wenn Sie das Patent nachschauen, da sind Abbildungen von einer Publikation von uns drin. Und dasselbe gilt auch für die Google-Autos. Wenn Sie wissen wollen, wie die sich auf der Straße positionieren, dann sind das im Wesentlichen Algorithmen, die von uns kommen. Das sind Innovative Probabilistic Techniques, steht auf Ihrer Webseite. Das heißt, der Rechner rechnet dauernd aus, was ist die wahrscheinlichste Möglichkeit, die eintreten wird. Genau, das ist also so, wenn Sie wissen wollen, wo Sie sich befinden, dann rechnen wir im Wesentlichen eine Wahrscheinlichkeitsverteilung aus, darüber, wo der Roboter sein kann. Im Normalfall ist das eigentlich ziemlich eindeutig, aber man kann sich da sehr gemeine Umgebungen vorstellen, die so Mehrdeutigkeiten haben. Also beispielsweise, kennen Sie das alle, wenn Sie im Hotel im Aufzug fahren, dann ist es fast jedem schon mal so gegangen, dass er auf dem falschen Korridor ausgestiegen ist. Nicht wahr? Das ist ein Positionierungsfehler und der kommt daher, dass man eben halt nicht guckt oder die Sensoren nicht so wirklich ausreicht, um zu sehen, in welchem Stockwerk man ist. Manchmal ist auch die Anzeigetafel verdeckt. Und darüber halten unsere Roboter eine Wahrscheinlichkeitsverteilung und die können dann sogar auch überlegen, dass es ganz gut ist, an eine bestimmte Stelle zu schauen, um so eine Mehrdeutigkeit aufzulösen. Und dann würden die möglicherweise seltener im falschen Stockwerk aussteigen. Herzlichen Dank, Wolfgang Burgart. Wir kommen zu Ihnen, Nadine Zurkin. Und Sie sehen, das Podium ist gendermäßig absolut richtig verteilt. Die Männer tüfteln, erfinden und dann kommt Nadine Zurkin, die Juristin, die sich dann überlegen muss, ja, was machen wir jetzt mit den Problemen? Nadine Zurkin hat an der Universität Basel doktoriert und, wie schon gesagt wurde, verschiedentlich zum Thema Maschinenrecht publiziert. Und sie arbeitet an einem Habilitationsthema, das lautet erlaubtes Risiko von selbstfahrenden Autos. Jetzt, Nadine Zurkin, Sie haben gesagt, wenn Sie möchten, dass ich gleich mal eine Viertelstunde des Podiums belege, dann erkläre ich Ihnen gerne, was das erlaubte Risiko ist. Aber wenn Sie es vielleicht in 3 Minuten versuchen, uns zu erklären, was denn eigentlich ein erlaubtes Risiko ist. Ja, sehr gerne. Ganz kurz erst noch eine Korrektur. Also ich habe in Zürich promoviert. Entschuldigung. Und ich habilitiere in Basel. Und ich habe in Bern studiert. Also. Die Maschine hätte das Podium sicher besser vorbereitet als ich. Aber jetzt habilitiere ich tatsächlich an der Universität Basel zum Thema erlaubtes Risiko. Und das ist ein Konzept, das im Strafrecht entwickelt wurde,
eigentlich mit der Industrialisierung, weil Technik eigentlich immer gefährlich ist und man irgendwie dann im Recht entscheiden muss, wie man die Risiken dieser Technik verteilt. Und wir haben heute ein ganz typisches Beispiel, zum Beispiel der Straßenverkehr, die Autos oder die Autos herzustellen, ist ein erlaubtes Risiko. Also der Hersteller von Autos, der weiß, dass jedes Jahr viele Menschen im Straßenverkehr ums Leben kommen. Und trotzdem, obwohl er das weiß, dass er etwas ganz Gefährliches herstellt, darf er das herstellen und macht sich dafür nicht strafbar. So, das wäre ganz kurz das, ging ja das ganz Konzept schnell. Vom Super. Erlaubten Risiko. Herzlichen Dank. Das ist so etwas, wie wenn man einen Waffenschein erwirbt und dann eine Waffe besitzen darf. Ja, das ist so ähnlich, ja. Oder wie wenn man einen Führerschein erwirbt und dann Auto fahren darf. Vielen Dank. Wir haben drei Themen hier auf dem Podium. Und die drei Themen haben Sie auch auf der Webseite gesehen, sie stehen auch auf dem Programm. Und ich möchte die einleiten mit drei Geschichten. Die erste Geschichte bezieht sich auf die Frage, welche Bedingungen müssen denn eigentlich erfüllt sein, damit eine Maschine überhaupt zu einem Subjekt im Rechtssinne wird. Die Geschichte geht so, sie ist ganz kurz. Im Jahr 2021 kommt der erste Haushaltsroboter auf den Markt, der in Europa auf einen Schlag Zehntausende von Hausangestellten arbeitslos macht. Diese fordern eine Entschädigung und Gewerkschaften verlangen, dass diese Roboter auch eine Steuer zahlen müssen, weil sie den Status von Arbeitnehmenden einnehmen. Die Hersteller aber stellen sich auf den Standpunkt nicht erlaubtes Risiko, aber sie sagen, es handelt sich nur um eine Maschine. Nadine Zurkinden, Sie sind Strafrechtlerin, haben sich aber doch auch mit anderen rechtlichen Fragen beschäftigt. Können Sie aus der rechtlichen Perspektive hier mal sagen, wie würden Sie so etwas beurteilen? Ja, also es ist natürlich so, dass seit wir Maschinen haben und seit sich Technik weiterentwickelt, gehen auch gewisse Arbeitsplätze immer verloren und bis jetzt hat es dafür immer andere neue Arbeitsplätze gegeben. Wenn es jetzt tatsächlich sein sollte, dass wegen den Maschinen alle Arbeitsplätze verloren gehen, muss man sich natürlich überlegen, wie man das dann finanziell löst und das mit der Steuer ist tatsächlich eine Idee, die da im Raum steht dafür. Und im Recht haben wir das auch schon, also sehr viele von uns bezahlen bereits Steuern für Maschinen, nämlich alle die, die ein Motorfahrzeug haben, bezahlen eine Motorfahrzeugsteuer. Also aus rechtlicher Sicht wäre das möglich, eine Steuer zu erheben und da kann sich dann das Unternehmen auch nicht damit rausreden, dass es Maschinen sind und nicht Menschen. Wie sehen Sie das, Herr Bendel? Die Robotersteuer finde ich an sich sehr interessant und interessant oder notwendig? Interessant. Das ist ein wichtiger Unterschied, weil ich wurde schon so kolportiert, dass ich die Robotersteuer befürworten würde, was nicht der Fall ist. Ich sehe im Moment mehr Risiken als Chancen, aber ich finde sie interessant und sie gehört diskutiert. Ich habe vor einigen Monaten mit meinem alten Vater darüber gesprochen und er beteuert, dass bereits in den 50er Jahren unter den Studierenden eine Maschinensteuer diskutiert wurde. Das ist schon lange ein Thema. Es wurde dann ein großes Thema Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre in Österreich und in Deutschland. Damals immer noch unter dem Begriff der Maschinensteuer und jetzt seit 2-3 Jahren ist das ein großes Thema. Durch den Chef der Deutschen Post unter anderem, der das Thema aufgebracht hat und durch Bill Gates natürlich. Deshalb ging die Robotersteuer gerade durch die Medien. Was ist meine Haltung dazu? Also erstens bin ich auch der Meinung, das Geld muss irgendwoher kommen. Ich traue eher den Studien, die sagen, dass Arbeit verloren geht in Zukunft. Ich glaube, Sinn und Zweck der Automatisierung ist die Automation. Es wird weniger Arbeit für Menschen geben. Andere sagen, zum Beispiel die Roboterindustrie sagt genau das Gegenteil, verwunderlicherweise. Es werden immer mehr, immer bessere Arbeitsplätze entstehen. Ich bezweifle das und irgendwoher muss das Geld kommen. Ich frage mich, ob die Robotersteuer das richtige Mittel ist. Ein großes Problem, das ich sehe, ist, was soll überhaupt besteuert werden? In der Regel hat man den Ansatz, dass die Arbeit besteuert wird, des Roboters. Aber was ist diese Arbeit genau?
Wie hochqualifiziert ist diese Arbeit? Wie bewertet man hochqualifizierte versus niederqualifizierte Arbeit? Erstens. Zweitens, denken wir an moderne Kooperations- und Kollaborationsroboter, mit denen ich mich gerade ganz intensiv beschäftige. Die arbeiten Hand in Hand mit den Menschen. Beide machen Handgriffe, lösen sich ab, nehmen sich Tätigkeiten ab. Was ist da die Arbeit des Roboters? Das ist unendlich schwer auszurechnen. Jetzt gibt es Praktiker und Wissenschaftler, zum Beispiel Praktiker von der Credit Suisse, die haben einen fiktiven Stundenlohn ausgerechnet eines Roboters, eines Industrieroboters. Das kann man machen. Was ich noch interessant finde an Ihrer Geschichte, in der Regel reden wir von Robotersteuer in Bezug auf die Industrie, in Bezug auf die Produktion. Dort ist Robotersteuer ein großes, großes Thema. Und dort halte ich es für den Fall, dass zu viele Probleme in der Praxis entstehen werden. Es gibt noch ein anderes großes Argument gegen Robotersteuer. Sie verhindern Innovation. Sie verhindern, dass überhaupt Unternehmen Roboter einsetzen und damit eben auch viel Gutes tun. Roboter können entlasten, können Bandscheibenschäden verhindern oder Gelenkschäden. Viele Arbeiter in Automobilfabriken haben sich die Handgelenke kaputt gemacht beim Hineindrücken der Dichtungen. Sie fragen jetzt nach Haushaltsrobotern, das ist ein neuer Fall, den müsste man gut bedenken. Hängt denn die Frage der Steuer oder der Beurteilung wovon denn eigentlich ab? Von der Intelligenz der Roboter, von ihrer Wertschöpfung, von der Qualität ihrer Arbeit? Was wären da die Kriterien, die angewendet werden müssen? Vielleicht zuerst Sie, Herr Bendel, und dann Herr Burkhardt. Also ich habe sehr viel jetzt geredet. Es geht um eine Wertschöpfungsabgabe, in der Tat. Also soll die Arbeit besteuert werden. Es gibt noch andere Ansätze, den Betrieb oder den Besitz, nicht nur den Betrieb, sondern auch den Besitz besteuern. Es gibt viele, aber im Kern sollte es eine Wertschöpfungsabgabe sein. Okay. Aber dann kommen wir in die Detailfragen. Was ist die Arbeit? Welche Qualität besitzt sie? Wann arbeitet der Mensch und wann die Maschine? Aber hier gebe ich gleich weiter. Was sagt der Innovator? Ja, ich sehe das natürlich ein bisschen anders, weil ich meine, erstmal glaube ich nicht, dass die Welt so auf uns zukommen wird, wie das gerade geschildert wurde. Wenn wir uns so die Vergangenheit angucken und Produktionsprozesse anschauen, dann muss man doch wahrscheinlich doch schon zugeben, dass Arbeit eigentlich besser geworden ist, in vielen, vielen Bereichen, als schlechter geworden. Und ich kann auch das Szenario jetzt wirklich nicht erkennen, wenn man über die letzten 50 Jahre schaut, dass wir jetzt alle arbeitslos geworden sind und niemand mehr Arbeit hat. Und das sind natürlich Argumente, die es immer schon gegeben hat und natürlich auch ein Szenario, über das man nachdenken sollte. Aber das Bestreben ist eigentlich im Moment dahingehend, natürlich effektiver zu werden. Das ist etwas, was wir wahrscheinlich machen müssen im globalen Wettbewerb. Ja, da müssen wir, wenn wir unseren Lebensstandard halten wollen, einfach mit den Innovationen mithalten. Und das Nächste ist natürlich, dass wir das Ganze auch so gestalten müssen, dass Menschen nach wie vor Arbeit haben. Also es ist ja tatsächlich so, dass Roboter da gut sind, wo man immer wiederkehrende Tätigkeiten und schwere Tätigkeiten hat. Und gerade bei den flexiblen Aufgaben, den also beispielsweise sehr schwierige Manipulationsaufgaben oder detaillierte Aufgaben, Wahrnehmungsaufgaben, sind Roboter halt einfach deutlich schlechter als Menschen. Und da sind Menschen auch sehr, sehr schwer zu ersetzen. Und deswegen bemüht man sich im Moment darum, die Industrialisierung ein bisschen dahingehend zu verändern, dass man die schweren Komponenten der Arbeit durch Maschinen ersetzt und die komplizierten durch den Menschen nach wie vor machen lässt. Meine persönliche Meinung ist, wenn man mithalten will und wenn man nicht arbeitslos werden will, dann gibt es nur eins, sich bilden. Und ich glaube, dass das, je cleverer man ist, desto besser ist man oder eher ist man besser als der Mensch, als der Roboter. Das ist eigentlich das, und darin wird es natürlich gehen, dass einfache Tätigkeiten wegfallen und dafür muss man einfach eine bessere Ausbildung haben. Wann wäre denn, Nadine Zurkinen, bei Ihnen die Schwelle überschritten, wo Sie sagen würden, eine Maschine hat einen Grad der Komplexität erreicht, an dem wir diese Maschine tatsächlich als ein Subjekt im Recht anschauen könnten? Moralische Fragen, keine Maikäfer fressen zum Beispiel, genügt das schon, das Erkennen von Maikäfern, oder braucht es da noch etwas mehr? Ja, also für Rechtssubjektivität stellt sich tatsächlich die Frage, was es alles braucht, was sind Qualitäten, die der Mensch hat, und wir können zum Beispiel uns selber ein Gesetz geben und nach diesem Gesetz handeln, wir können darüber reflektieren.
Also um das an einem kleinen Beispiel zu zeigen, wenn ich Schokolade essen will, dann will ich nicht nur die Schokolade essen, sondern ich weiß, ich will die Schokolade essen und ich kann sogar darüber nachdenken und beurteilen, ob das jetzt gut oder schlecht ist für mich, wenn ich die Schokolade esse. Und ich kann dann auch darauf verzichten oder nicht. Also das wäre zum Beispiel so etwas. Dann Emotionen, Empathie, sowas wie Erinnerung, wenn wir uns in Zeit und Raum einordnen, was wir Menschen tun, wenn das die Maschinen könnten. Aber am Ende ist es eine Frage, die der Gesetzgeber dann beantworten muss. Und es wird diskutiert in der Wissenschaft, ob man so etwas wie eine E-Person einführt. E-Person? Eine E-Person. Das ist? Ja, die elektronische Person quasi. Also eben nicht die natürliche Person, sondern das maschinelle Äquivalent dazu quasi. Okay. Ja, da hatte ich gerade nicht ganz richtig geantwortet, aber ich kann jetzt, glaube ich, noch mal darauf eingehen. Ich glaube, als Wissenschaftler und der Roboter tatsächlich auch baut, kann ich Ihnen versichern, dass Maschinen heute keine Wesen sind. Ja, und ich sehe das auch nicht kommen, dass Maschinen Wesen sein werden. Es ist am Ende ist es eine Art Programm, was darauf läuft, und ein Programm macht nichts anderes als Eingaben zu Ausgaben umwandeln. Und deswegen sehe ich das also überhaupt nicht kommen, dass eine Maschine ein Wesen ist, das wir bestrafen können oder indem wir eine Steuer auferlegen. Es wird wahrscheinlich sein, für mich macht es eher Sinn, dass der Besitzer dieses Gerätes, vielleicht der Halter oder der Nutzer oder der Hersteller, wie auch immer, ja, dafür Steuern zahlt, aber dass die Maschine selber Steuern zahlt oder auch tatsächlich traurig ist, ist irgendwie für mich irgendwie eigentlich nicht vorstellbar. Ich meine, das Ding hat immer noch einen Ausschalter, und wenn der auf Null steht, ist die Maschine auch nicht mehr traurig, dann ist sie aus. Ja. Genau. Die schönen Szenen bei Real Humans, wenn der humanoide Liebhaber langweilig wird, kann man ihn einfach ausschalten. Herzlichen Dank für diese erste Runde mal zur Frage, ja, ab wann kann denn eigentlich eine Maschine überhaupt Rechtssubjekt werden? Darf ich ganz kurz bleiben? Dazu noch? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, schade. Es wäre wichtig gewesen. Wir bleiben aber beim Thema, Herr Bendel. Wir bleiben beim Thema, ja. Nämlich bei einer zweiten Geschichte, bei der es im Wesentlichen um die Frage geht, ob es in Zukunft eines eigentlichen Maschinenrechts bedarf, also ein gesondertes Recht für die E-Personen und andere Es. Und die Geschichte geht so: Im Jahr 2025 stehen zwei humanoide Roboter vor Gericht. Der eine beschuldigt den anderen des Betrugs. Er habe ihm kürzlich beim automatischen Update eine alte Version des Steuerungsprogramms untergejubelt, um sich so einen Vorteil zu verschaffen. Der Anwalt des angeklagten Roboters argumentiert aber, sein Mandant sei gar nicht schuldfähig, weil er eben nur eine Maschine sei. Herr Bendel. Jetzt könnte ich es ja doch sagen. Ich wollte nur kurz betonen, Robotersteuer bedeutet nicht, dass der Roboter Steuern zahlt, sondern natürlich der Arbeitgeber oder das Unternehmen. Und die E-Person müssten wir wirklich genauer anschauen. Das interessiert mich sehr. Natürlich kann man Roboter mit Budgets ausstatten. Und genau das will man. Das wollen Erik Hilgendorf und Co., die diese E-Person für bestimmte EU-Instanzen schaffen wollen und so weiter. Aber jetzt stehen eben zwei solche E-Personen vor Gericht, und genau, der eine sagt, du hast mich betrogen, der andere sagt, ich bin nicht schuldfähig, genau, weil ich bin ja nur ein, wie das Herr Burkhardt gesagt hat, ein Algorithmus. Da gebe ich eigentlich vollkommen recht. Also Roboter sind keine Wesen, sie haben keine Empathie, sie haben kein Gefühl und so weiter. Noch das geht nicht Robotern ab. Aber man kann sie, wir müssen denken an die juristische Person. Ja, so etwas kann man definieren aus der Rechtswissenschaft heraus. Genauso kann man eine elektronische Person natürlich definieren. Ob das Sinn ergibt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber es gibt natürliche Personen, es gibt juristische Personen, und vermutlich wird es in Zukunft elektronische Personen geben. Und sie könnten ein eigenes Budget haben, und mit diesem Budget könnten sie dann bestimmte Dinge vielleicht sogar selbstständig bezahlen. Ich finde wiederum Ihre Geschichte interessant, weil hier geht es um Maschinen, die betrügen können. Ich saß Ende letzten Jahres in Krakau
auf dem Podium, auch zusammen mit Ron Orkin vom Georgia Tech. Und er forscht über Maschinen, die betrügen können. Er arbeitet für das Pentagon. Also meine Disziplin der Maschinenethik ist leider auch vom Militär mitgesteuert in den USA. Ich selber mache keine militärische Forschung, habe mit 18 verweigert, habe das Ganze nie mitgemacht. Ich weiß nicht, was das soll und so weiter. Egal. Auf jeden Fall, er entwickelt Maschinen, die betrügen können. Er schaut sich Eichhörnchen an und schaut sich das Verhalten der Eichhörnchen ab. Eichhörnchen betrügen nämlich. Ganz entzückende Geschöpfe, die ihre Nüsse nach bestimmten Prinzipien verstecken. So, wir saßen auf dem Podium, weil er Maschinen baut, die betrügen können, ich baue Maschinen, die lügen können. Also grundsätzlich, die Geschichte hat nicht nur einen wahren Kern, sie entspricht quasi den Tatsachen oder man kann das tun, was sie in ihrer Geschichte erzählen. Jetzt, dass zwei Roboter gegeneinander antreten, dass sie vor Gericht stehen, dass sie gegeneinander klagen, das geht natürlich ins Surreale hinein. Und vielleicht kann die Juristin auch mehr sagen zum Begriff der Schuldfähigkeit. Als Ethiker wiederum tue ich mir schwer mit Begriffen wie Schuld. Also die Maschine hat für mich als Ethiker keine Schuld. Sie ist auch nicht im engen Sinne gut oder böse. Sie kann gut oder böse handeln, aber sie ist nicht gut oder böse, weil sie keinen Willen hat. Das Tier ist auch nicht gut oder böse. Das Tier ist einfach ein Tier. Also wenn der Hund mich beißt, dann kann ich zum Hund sagen, du böser Hund. Ja? Aber er ist nicht böse, er ist einfach ein Hund. Und ich kann das pädagogisch meinen. Tierethiker sind da vielleicht anderer Meinung, nicht wahr? Also da kann man ja schon diskutieren. Ich meine, wenn ich jetzt nach Hause komme und ich frage meinen Staubsaugerroboter, hast du gestaubsaugt? Und auch einen Bogen herumgemacht um all die Maikäfer. Und er sagt ja zu mir. Und er hat es dann doch nicht gemacht. Jetzt frage ich die Juristin, gibt es denn dann nicht doch eine Art rudimentäre Verantwortung dieser Maschine mir gegenüber, wenn ich denke, wenn die lügen kann, dann soll sie bitte auch die Verantwortung tragen dafür, dass sie mich angelogen hat. Ja. Über die Strafe müssen wir dann noch nachdenken. Keine Maikäfer mehr. Ja, genau, also man braucht eigentlich drei Sachen, die Handlungsfähigkeit, die wir vorhin schon hatten und was macht ein Mensch als Wesen aus und die Schuldfähigkeit und dann am Ende auch die Straffähigkeit, also welche Strafen machen Sinn. Und bei der Schuldfähigkeit ist es so, dass man eine Einsicht haben muss, dass das, was man tut, falsch ist und man muss auch nach dieser Einsicht handeln können. Ja, also man muss jemandem vorwerfen können, du hast das gemacht, aber du hättest darauf verzichten können. Du hast dich jetzt bewusst gegen das Recht und für das Unrecht entschieden. Das wäre Schuldfähigkeit. Und dann die Straffähigkeit ist eine andere Frage. Da kommt es darauf an, was für Strafzwecke haben wir im Recht. Welche Zwecke wollen wir mit Strafe überhaupt verfolgen? Und wenn ich ganz kurz noch was sagen soll zur zur juristischen Person, da wollte ich noch ganz kurz einwenden, dass die juristische Person ja nicht selbstständig handelt. Also das sind auch immer, die braucht immer Organe, also Menschen, durch die sie tätig wird, was bei der E-Person ja dann anders wäre. Gut, aber das heißt jetzt, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, es gibt Maschinen werden aus Ihrer Sicht, wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Zurkinden, nie ins Recht der Menschen eintreten. Ja, das ist eine Definitionsfrage, oder? Also sobald man davon ausgeht, die Maschine ist so programmiert, dass sie tatsächlich sowas hat wie eine Einsichtsfähigkeit und danach handeln kann, kann man dann diskutieren, hat sie sowas wie Schuld. Und dann sind die Strafzwecke das Problem dann. Also warum strafen wir was überhaupt, was wollen wir Maschine, Entschuldigung, was würde einer Maschine wehtun, Herr Burger? Wie könnten wir Maschinen bestrafen? Ich glaube, wir können Maschinen gar nicht bestrafen und das ist eine Maschine im Wesentlichen. Sie kann natürlich etwas ausdrücken, was uns glauben lässt, sie wäre schlecht gelaunt. Da kann ich auch noch eine interessante, also kurze Geschichte erzählen. Ich habe vor ein paar Tagen bin ich über ein Papier gestolpert, was versucht, die Stimmung von Menschen, die man ja auch hier könnte ja ausdrücken, auf Pferde zu übertragen. Und zwar, dass man über Gesichtsanalysen und die dazugehörenden Tags über die Stimmung von Menschen, also bin ich jetzt glücklich oder bin ich traurig, nutzen kann, um herauszukriegen, ob ein Pferd glücklich oder traurig ist. Also insofern kann auch ein Pferd kann eine Stimmung haben. Ich weiß nicht, ob ein Pferd böse sein kann, aber ein Pferd kann auch traurig sein, wenn man dem Papier glaubt. Aber also, und nur ist jetzt ein Roboter nun wirklich kein Lebewesen. Wir können solche Dinge natürlich simulieren. Es gibt ja auch Forschungen dazu, die versuchen
Ausdrücke oder motorischer oder Gesichter, Gesichtsmimik zu generieren, grafisch oder auch mit Mechanik, die uns glauben lässt, unser Gegenüber ist traurig. Kann ja auch für Dialogsysteme interessant sein, wenn wir unser Navigationssystem beschimpfen, ja, oder wie auch immer böse ansprechen, dass es irgendwann mal sagt, du sei doch mal freundlich zu mir, das trifft mich. Ja, also, obwohl es wahrscheinlich einfach gar nicht so ist, das ist einfach nur programmiert, um das Leben für uns interessanter zu machen. Künstliche Intelligenz wird ja auch dadurch definiert, dass man sagt, Maschinen sollten in die Lage kommen, sich selber zu programmieren. Ich ziehe jetzt den Bogen nochmal von dieser Lügemöglichkeit über die Gesichtserkennung und frage auch mal noch nach dem Hacken, dem gegenseitigen Hacken, was dann vielleicht Maschinen auch mal können. Und wenn ich dann mir jetzt das Ganze mal anders vorstelle und sage, ja gut, es geht jetzt hier nicht nur um einen Haushaltsroboter, um einen Staubsauger, sondern um, sagen wir mal, selbstfliegende Flugzeuge. Und da beschließt dann ein Flugzeug, Computer oder was auch immer, ein autonomer Pilot, irgendwie mal tiefer zu fliegen, weil er einen schlechten Tag hat, sage ich jetzt mal. Oder weil ihm ein anderer Roboter gesagt hat, flieg jetzt doch mal tiefer. Das sind doch schon Fragen, die wir uns in Zukunft überlegen müssen, Herr Bendel. Ich denke immer noch über die elektronische Person nach. Vielleicht kommen wir später noch dazu. Das Vorbild ist für Erik Hilgendorf und Co. die juristische Person. Beide sind Artefakte und ich gebe Ihnen vollkommen recht, das eine Artefakt kann nicht selbstständig handeln und das andere kann es. Und mich würde später noch interessieren, wo ich ein Problem sehe. Es gibt bei vernetzten Systemen nicht die eine elektronische Person. Vernetzte Systeme sind vernetzte Systeme. Sie hängen mit tausenden anderen Systemen zusammen. Das würde mich noch interessieren. Sie fragen nach dem Hacken. Wir haben schon selbstständig fliegende Flugzeuge. Neulich kam ich von Amsterdam nach Zürich und der Pilot sagte durch, die Landung wird selbstständig von der Maschine gemacht. Ich habe mich umgesehen, die Leute werden nicht sehr beruhigt. Also man würde ja denken, alle jubeln und klatschen und denken, super, der Roboter macht das. Die Menschen schauten eher betroffen im Flugzeug. Das findet natürlich oft statt, aber es ist ungewöhnlich, dass der Pilot das durchsagt. Leute, jetzt landet der Roboter. Der Roboter landete vortrefflich, es ging alles gut. Sie sprechen das Hacken an. Eingebettete Systeme kann man grundsätzlich recht gut hacken. Wir haben viel Energie darauf verwendet, Computer zu schützen, PCs zu schützen und so weiter. Aber eingebettete Systeme, eingebettete Software ist oft relativ anfällig. Angeblich kann man Flugzeuge relativ einfach hacken. Ich kann es nicht beschwören. Was wir neulich hatten, wir hatten den ersten großen Angriff dieser Art. Twitter und so weiter waren dann beeinträchtigt, waren nicht mehr aufrufbar. Derart, dass man nicht fremde Computer gekapert hat, sondern Haushaltsgeräte, Babyfone, Kaffeemaschinen und so weiter, die hat man alle zusammengeschlossen und hat sie Anfragen stellen lassen an Server. Sowas kann man machen, auch das sind eingebettete Systeme, eingebettete Software. Oft relativ schlecht geschützt bei Flugzeugen, bei Fahrzeugen, vielleicht können Sie mehr dazu sagen. Und Konstanze Kurz, die ich immer wieder treffe, vom Chaos Computer Club, hält das Hacken von solchen Systemen für das große Problem, ganz abgesehen von den üblichen moralischen Dilemmata und so weiter, die wir diskutieren. Das Hacken sei das große Problem. Vor allem, wenn dann gewissermaßen Maschinen, die anderen Maschinen zu hacken beginnen. Ja, wie ist das? Wie beurteilen Sie das? Ich fahre neben einem anderen Auto auf der Autobahn, die Maschinen beginnen sich gegenseitig zu hacken, weil sie irgendwie sagen, ich will schneller sein als du. Ja, man muss sich eigentlich immer mal vor Augen führen, dass diese Geräte natürlich gebaut werden, um tatsächlich was zu nutzen. Was da so ein bisschen vorausgesetzt wird oder angenommen wird, ist, dass die Systeme immer in so einem wechselseitigen oder in so einer Gegnerschaft sich befinden, was eigentlich ja nicht der Fall ist. Es kann dann passieren, wenn unterschiedliche Hersteller sich nicht vernünftig absprechen können und deswegen Steuerungssoftware von Fahrzeug A etwas anders ist als die von Fahrzeug B. Die Intention jetzt zu sagen, okay, das Fahrzeug hackt jetzt das andere, würde aus meiner Sicht eigentlich nicht funktionieren, weil es kann natürlich sein, aber es ist so extrem unwahrscheinlich, weil es technisch unglaublich schwierig ist, ein System zu bauen, was
über ein anderes System recherchieren kann, wie ich denn da hineinkommen kann. Das ist ungefähr genauso schwierig, wie einen Virus zu erkennen, einen, der noch nicht da gewesen ist. Oder es ist genauso schwierig zu verhindern, dass ein Computer abstürzt oder ein Programm. Ja? Und wir müssen damit einfach leben, dass Computer abstürzen oder Programme abstürzen. Und das lässt sich leider nicht mit Computern beheben oder nicht mit Software. Und deswegen ist das etwas, was wir immer für den Rest unseres Lebens, solange wir mit Computern zu tun haben, haben werden, nämlich die Tatsache, dass Programme abstürzen. Und das ist unglaublich schwer, das technisch zu machen. Und deswegen ist es auch unglaublich schwer, dieses Szenario tatsächlich zu realisieren. Zum Autonomen, zum Fliegen hatte ich noch einen kurzen Hinweis. Ich weiß, dass Menschen da unglaublich furchtsam sind, wenn die Flugzeuge selber fliegen. Wenn Sie sich aber die Statistik der letzten Flugzeugabstürze anschauen, sind die im Wesentlichen alle durch menschliches Versagen entstanden. Ja? Und beispielsweise, wenn die Air France-Maschine über dem Atlantik tatsächlich autonom geflogen wäre, dann hätte der vierte Pilot nicht ständig die Maschine im Stall halten können und sie auf diese Art und Weise abstürzen lassen. Es ist im Wesentlichen der Mensch, der entscheidende Faktor, und das ist auch das, was die Automobilbauer sagen, wir müssen das gefährlichste Element aus dem Straßenverkehr eliminieren, und das ist der Mensch. Danke. Jetzt kommen wir, bevor wir zum letzten großen Thema kommen, doch nochmal auf diese E-Person zu sprechen. Nadine Zurkinden, wenn Sie dieser E-Person ein bisschen Konturen geben könnten. Das ist sehr schwierig, weil wir noch gar nicht genau wissen, wie diese E-Person dann aussehen soll. Also da müssen wir erst warten, bis die technische Entwicklung so weit ist, dass der Gesetzgeber sich dann Gedanken machen kann, was muss jetzt da genau vorausgesetzt werden und wie definieren wir diese E-Person. Ich finde die Hacking-Frage viel spannender, wenn ich dazu noch was sagen darf. Ja, auf jeden Fall, weil ja die E-Person sicher auch gehackt werden kann. Ja? Ja, die kann sich ja dann herausreden und sagen, sorry, ich war gehackt an diesem Morgen. Ja? Ja, also Hacking ist ja grundsätzlich mal strafbar und man kann das jetzt von verschiedenen Seiten anschauen. Also man kann sich dann auch die Frage stellen, wenn sich das Gerät selber so programmiert, dass es hacken kann, ab wann ist der Programmierer, der das Gerät ursprünglich programmiert hat, nicht mehr strafbar, weil sehr lange wird der noch strafbar sein. Und dann kann man auch von der anderen Seite her fragen, wenn ein System gehackt werden kann, hätte nicht der Hersteller dieses gehackten Systems dieses System viel besser schützen müssen, damit das gar nicht passieren kann. Und das ist auch sehr spannend, weil das Recht sich ein bisschen wandelt, sobald man über diese Fragen nachdenkt. Weil, wie wandelt es sich? Also früher zum Beispiel, oder heute immer noch, wenn ein Schreiner einen Stuhl aus Holz baut und jetzt geht jemand anderes hin und sägt ein Stuhlbein an und es setzt sich jemand drauf, der Stuhl stürzt zusammen, die Person verletzt sich, dann würde niemand auf die Idee kommen, den Schreiner strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen, weil er diesen Stuhl jetzt nicht stabiler gebaut hat, sodass man den nicht ansägen konnte. Und jetzt beim Hacking fängt sich das an zu ändern, oder? Also da macht man dann viel schneller, gerade bei E-Banking oder so, würde man viel schneller der Bank den Vorwurf machen, dass sie das System nicht besser geschützt hat und es deswegen gehackt werden konnte. Und das kann sich dann wieder zurückwirken auf das Recht, wie wir es heute haben. Also es gibt in den USA zum Beispiel einen Fall, da hat einer versucht, einen Senfhersteller zu erpressen. Und dann wurde einen Senfhersteller, ja, hat er irgendwelche Substanzen in die Senftuben eingefügt, um den Senfhersteller dann zu erpressen, dass er das Produkt vom Markt nehmen muss. Und der Senfhersteller war dann konfrontiert mit dem Vorwurf, dass er seinen Senf nicht so verpackt hat, dass er sicher war gegen diesen Eingriff, weil im Vergleich zu anderen Senfherstellern war seine Packung viel schlechter oder schwächer. Das heißt, der Trend im Recht geht dahin, dass es eigentlich eine Grundverantwortung gibt des Programmierers und des Konstrukteurs für die Sicherheit des Systems, auch gegen Angriffe in der Zukunft. Und das wäre vielleicht so etwas wie eine Kontur auch für die zukünftige E-Person. Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass es eine Verschiebung gibt hin zum Hersteller. Was das für die Kontur der E-Person sagt, kann ich jetzt nicht genau
sagen. Aber ich denke sicher, es wird zunächst einmal eine Verschiebung geben der strafrechtlichen Verantwortung hin zum Hersteller. Herr Bendel? Das fände ich auf Sie jeden Fall. Sind alle Ihre Fragen zur E-Person beantwortet? Oh, fast. Ja. Ich fände eine Verschiebung der Verantwortung der Haftung zum Hersteller in vielen Bereichen sinnvoll. Ich würde das sehr unterstützen. Wir haben die Diskussionen oft an der Hochschule, wenn ich die Wirtschaftsinformatiker frage, wer ist schuld, die Informatiker, die Programmierer, dann sagen sie, nein, die Manager, wir haben das ja nur ausgeführt. Wenn ich die Betriebsökonomen frage, dann sagen sie, nein, wir verstehen die Systeme gar nicht, wir haben da irgendwas in Auftrag gegeben. Das ist sehr interessant, insgesamt sollte der Hersteller mehr haften. Manche Automobilhersteller haben sich soweit vorgewagt, Volvo hat gesagt, wir übernehmen die Haftung im automatisierten Verkehr, andere wie Daimler wollen an der gemischten Haftung eher festhalten. Also hier gibt es ganz andere, verschiedene Vorschläge und natürlich die E-Person, die noch nicht erschöpfend behandelt ist. Mein Hauptproblem mit der E-Person, ich finde sie interessant, ich glaube, sie wird kommen. Ich glaube, man wird Fahrzeuge beispielsweise mit Budgets aufladen. Vielleicht werden in Zukunft... Mit Budgets? Mit was für Budgets? Sagen wir mal, mein Fahrzeug hat ein Budget von 10.000 Franken. Damit kann es kleine... Jetzt gehe ich ein bisschen in die Science-Fiction, kleine Unfälle selbstständig begleichen. Ja? Zwei autonome Fahrzeuge machen einen Unfall, verursachen einen Unfall. Das eine Fahrzeug rammt das andere. Das Fahrzeug beschwert sich und sagt, du, was machst du, du Depp? Und das andere Fahrzeug sagt, tut mir leid, ich habe dich nicht gesehen. Es waren Regentropfen auf meiner Kamera. Und dann verhandeln die und machen Maikäfer die. Maikäfer auf dem Armaturenbrett, ja. Und am Schluss des Streitgespräches kommen sie zu der Meinung, okay, 3.000 Franken, damit ist der Schaden beglichen. Und dann wird transferiert von der einen zur anderen Maschine. So was hat Erik Hegendorf. Die dann autonom zur Werkstatt fährt und sich dort repariert. Richtig, der Besitzer bekommt vielleicht gar nichts mit davon. Ähnliche Szenarien hat Erik Hegendorf auch im Deutschen Bundestag zum Beispiel entworfen. An sowas denkt man, das klingt noch reichlich schräg, aber sowas könnte man machen. Dann könnte das Auto selber haften im finanziellen Sinne und einen Betrag überweisen. Das könnte man abbilden. Wo ich aber skeptisch bin, mir ist manchmal nicht klar, was die E-Person ist. Ich werde am Abend den Lügenbot vorstellen. Lügenbot ist vernetzt mit Yahoo, mit Google, mit Cleverbot, seinem Kollegen. Es ist ein vernetztes System. Er bekommt Input von diesen anderen Systemen. Im Autoverkehr genauso, Car-to-Car-Communication. Hier sind ganz viele Systeme beteiligt, die miteinander kommunizieren, interagieren. Ich fürchte, es gibt ein großes technisches Problem. Was ist die E-Person überhaupt? Und ein gesetzgeberisches Problem ja auch, Nadine Zurkinden, weil sich diese E-Person ja immer weiter entwickeln wird. Ja, genau. Das ist so. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Also wenn wir jetzt von einem Stand gesetzgeberisch 2017 ausgehen, wird das 2019, werden das ganz andere Möglichkeiten sein, die da auf dem Markt oder unterwegs sind. Ja genau, die Technik entwickelt sich ja auch immer weiter und man muss vielleicht auch unterscheiden zwischen strafrechtlicher Verantwortlichkeit und Haftpflichtfragen, oder? Also ich denke, das mit dem Aufladen, mit dem Geld, das ist dann, geht dann eher in den Haftpflichtbereich und das bedeutet dann auch nicht, dass diese Systeme sich auch schuldig gemacht haben im strafrechtlichen Sinn. Und der Gesetzgeber muss die technische Entwicklung weiter verfolgen, um dann zu bestimmen, wie diese E-Person tatsächlich aussehen soll. Aber das Gesetz entwickelt sich ja auch ständig weiter. Vielen Dank. Ich möchte gerne, und gleich gebe ich Ihnen auch das Wort, Herr Burgard, auf das dritte, vielleicht auf das einfachste Beispiel zu sprechen kommen, das uns mitten in die Frage hineinführen wird, nochmals, welches die Folgen sind, wenn in einer Mensch-Maschinen-Interaktion etwas schief geht. Und die Geschichte geht so. Im Jahr 2019 macht sich mitten im Abendgedränge in der Londoner U-Bahn die sensorische Armprothese von Peter S. selbstständig. Sie fuchtelt herum, macht unkontrollierte Bewegungen und verletzt mehrere Passagiere, davon zwei schwer. Peter S. argumentiert vor Gericht, die Armprothese gehöre gar nicht zu ihm, er könne also gar nicht persönlich haftbar gemacht werden. Wir haben das schon ein Stück weit andiskutiert, Wolfgang Burgard. Wie beurteilen Sie diese Geschichte? Ja, technisch kann das natürlich passieren. Das ist irgendwie vollkommen klar, dass das vielleicht sogar auch irgendwann passieren wird mit solchen Prothesen. Rechtlich ist die Situation natürlich auch so. Wir haben das, es gibt die Halterhaftung, es gibt beim Fahrzeug die Fahrerhaftung. Jetzt in dem Fall ist es so, dass Fahrer und Halter möglicherweise der gleiche sind in dem Fall. Aber es gibt auch die Herstellerhaftung.
Und diese drei, also die drei Agenten, würden in dem Fall im Prinzip darüber streiten, wer denn jetzt nun eigentlich die Schuld hat. Und wenn also beispielsweise so der Fehler schon vorher mal aufgetreten ist, der Hersteller aber nichts getan hat, dann wird man möglicherweise an den Hersteller herantreten und sagen, hör mal, du musst aber in Zukunft ein bisschen besser aufpassen, dass deine Softwarefehler behoben werden. Das ist ja dasselbe, was wir auch haben mit unseren Betriebssystemen. Da kommen die ständig Updates rein, damit wir weniger Viren auf den Computern haben, ja, oder die mit möglicherweise Hackerangriffe vermieden werden können. Und das sind Dinge, die man da wahrscheinlich diskutieren wird. Die Juristin wird das im Einzelnen noch viel detaillierter ausführen können, aber letztendlich ist das die Fragestellung da. Ja, das ist schon sehr richtig. Es kommt darauf an, das ist eine häufige Antwort, die wir Juristen geben, es kommt darauf an. Und zwar in diesem konkreten Fall, jetzt kommt es darauf an, ob der die Armprothese trägt, weiß, dass die plötzlich so austicken kann. Also wenn der das schon weiß und die trotzdem weiterhin benutzt und sich in so eine Menschenmenge hineingibt, kann man ihm eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit vorwerfen, kann man sagen, er hat fahrlässig Körperverletzung begangen an diesen Personen, die verletzt wurden. Wenn er jetzt das nicht weiß, und der Hersteller weiß es aber, dann verschiebt sich die Verantwortung wieder auf den Hersteller, der dann, wenn das schon aufgetreten ist, wie das schon ganz richtig gesagt wurde, wenn der einfach nichts dagegen unternommen hat und das Produkt nicht zurückgerufen hat, sondern das weiterhin im Verkehr gelassen hat, dann wäre der Hersteller strafbar. Aber es gibt noch einen anderen, weiteren Fall, der auftreten kann. Weil ja es gab jetzt neulich so eine Geschichte, dass so ein Softwareagent, ich glaube es war die Firma Microsoft, die den entwickelt hat, und dieser Agent sollte durch Interaktion mit Menschen lernen. Und jetzt ist das so gewesen, dass sich so ein paar schräge Gestalten diesen Agenten vorgenommen haben, und zwar hatte der eine zentrale Datenbank. Und die haben den dazu gebracht, irgendwie die Leute zu beschimpfen ständig und irgendwelche Nazi-Sprüche auszurufen, ja. Und das heißt, hat also dazu geführt, dadurch, dass Leute mit dem über das Internet irgendwo in Amerika, sonst wo, mit dem Agenten interagiert haben, dass der im Prinzip in Europa irgendeine strafbare Handlung ausführt. Ja. Ohne dass der Hersteller das vorhersehen konnte möglicherweise, dass der User das irgendwie beeinflussen konnte, sondern das ist lediglich dadurch entstanden, dass Daten zur Verfügung gestellt wurden dem System, und dass Leute damit irgendwie herumgespielt haben, auf eine komische Art und Weise. Dinge, die passieren. Ich möchte ganz kurz nochmal auf das Beispiel nochmal zurückkommen, weil ich eine kleine Differenzierung einbauen möchte und interessiert mich nach den Zugängen. Angenommen, Peter S. gehört zu dieser Art von Menschen, zu diesen begabten Menschen, die gelernt haben, ihre Prothese neuronal zu steuern, also durch Gedankenanstrengung. Würde das einen Unterschied machen in der strafrechtlichen Beurteilung, weil ja da die Mensch-Maschinen-Interaktion noch einmal eine ganz andere ist? Ja, also wenn er die bewusst neuronal steuern kann, dann handelt er ja auch bewusst. Und wenn er dann also bewusst mit dieser Prothese um sich schlägt, dann ist er natürlich am Ende auch strafbar. Er hat einfach gerade an Tennis gedacht. Ja, ich meine, das kann ja sein. Oder er hatte vielleicht eine kleine Störung im Gehirn, die dazu geführt hat, dass er unkontrollierte Bewegungen gemacht hat. Mhm. Kleinen Hirnschlag zum Beispiel. Oliver Bendel. Schwieriges Thema. Also man kann über Muskelimpulse die Geräte steuern, seien es Hightech-Prothesen oder Exoskelette oder eben über Gedankensteuerung. Dafür gibt es erste Ansätze. Ich war vor einigen Monaten beim Cyberathlon dabei als Ethiker und habe dort viele Menschen gesehen, die gegeneinander angetreten sind, Behinderte mit Exoskeletten und mit Hightech-Prothesen. Und sowas kann natürlich passieren. Man kann versehentlich, oder? Etwas auslösen, was dann zu solchen Faktoren führt. Übrigens, Tay war die Maschine, die hier angesprochen wurde. Tay ist ein Socialbot oder Chatbot. Das Ganze ist passiert 2016 im März. Tay wurde Rassistin tatsächlich und das war ein hochspannender Fall. Ich war vor kurzem bei Microsoft im Silicon Valley und es ist ihnen so peinlich, immer noch, nach einem Jahr. Und damals vor einem Jahr hat mich die Süddeutsche aus dem Schlaf gerissen. Die Süddeutsche hat mich angerufen, Herr Bendel, da ist was passiert. Und ich habe irgendwas gestottert, völlig, also es war 3 Uhr nachts bei mir. Und das erschien dann so, wie ich es gestottert habe.
in der Zeitung. Das war ein hochinteressanter Fall. Tay wurde nach 16 Stunden zur Rassistin, nach 18 hat man sie, glaube ich, abgestellt. Aber hier abgestellt oder hat, man sie, oder hat man sie wieder reprogrammieren können? Das wäre ja sie wurde abgeschaltet. Microsoft war das todpeinlich. Sie sind inzwischen, sie schwingen sich auf, zu einer der führenden Firmen in der KI zu werden. Sie machen das auch erfolgreich. Verschiedene Konzerne haben sich in den letzten Jahren komplett umgedacht. IBM hat nichts mehr mit Computern zu tun, sozusagen. Ihr Geschäftsfeld ist Cognitive Solutions. Sie machen Cloud Computing und KI und Microsoft ganz genauso. Die Firmen haben sich komplett umgedacht. Sie würden heute den Chatbot und Socialbot Tay anders machen. Okay. Vielen Dank. Bereiten Sie sich vor. Ich gebe jetzt Herrn Burgart noch das Wort und dann sind Sie dran mit Ihren Fragen, Kommentaren und Anregungen, Herr Burgart. Ja, dieses Szenario, was Sie geschildert hatten, ist natürlich höchst interessant. Natürlich ist das so, wenn der Roboter den Fehler gemacht hat, das kann natürlich passieren, weil Sensordaten falsch interpretiert wurden, ja, damit müssen wir immer leben, dann muss man eben halt gucken, ob das ein prinzipieller Softwarefehler war oder ob das eben halt möglicherweise tatsächlich einfach Zufall gewesen ist. Und das ist etwas, mit dem wir wahrscheinlich leben müssen, dass die Systeme auch nicht perfekt sind, aber das haben wir ja in unserem Leben auch, dass wir auch nicht perfekt sind und manchmal auch einfach Dinge falsch interpretieren und dann auch Fehler machen. Aber ich könnte jetzt noch was Verrücktes erzählen, was vielleicht das noch spannender und noch interessanter macht, ja. Wenn Sie mir noch eine Minute Zeit geben. Ich stelle nur fest, wir müssen ja die E-Person, die jetzt hier im Raum steht, ja uns durchaus auch vielleicht als ein Algorithmus denken, eben als ein Social Bot, der irgendwo im Netz unterwegs ist. Einfach das noch als Gedanke, aber jetzt sind ja. Sie dran. Ja, weil es gibt ja natürlich auch nicht nur die E-Person und die normale Person, sondern es gibt ja auch noch die Dazwischenperson. Ja, also wenn Sie der Mensch mit der Armprothese ist ja eigentlich ein Cyborg oder etwas, ja? Also ein Mensch, der augmentiert ist. Wir sind alle auch mit dem Mobiltelefon augmentiert, also so schlimm ist es, so weit sind wir jetzt nicht davon weg. Aber was man eigentlich natürlich auch haben möchte, wenn man sich an so Prothesen, wenn man Prothesen denkt, ist, dass man vielleicht auch wieder fühlen kann. Ja? Stellen Sie sich vor, Sie können Ihre Prothese, Sie können damit nicht nur greifen, sondern Sie wissen auch durch die Sensorik in dem Arm, was Sie gegriffen haben oder wie warm das ist, was Sie gegriffen haben oder ob das Wasser jetzt Körpertemperatur hat. Ja, das wäre doch eine ganz tolle Funktion. Und die könnte man theoretisch auch in das Gehirn zurückführen wieder. Also ich beschreibe das immer in unserem Exzellenzcluster. Wir machen ja die Verbindung von technischen Geräten und dem Gehirn als Brain-Controlled Robots, das war das Szenario, was wir eben hatten. Aber das andere ist Robot-Controlled Brains, ja, wo wir also Signale direkt in das Gehirn reinschreiben, um dann wieder fühlen zu können. Das führt dazu, dass wir tatsächlich so eine Verbindung von Mensch und Maschine bekommen und vielleicht selber uns Entscheidungen basieren auf Interpretation von Sensordaten, die vielleicht falsch sind. Aber es gibt auch noch andere Effekte, weil nämlich solche Stimulationen beispielsweise auch unseren Charakter verändern können. Das hat man im Kontext von Parkinson beispielsweise, wenn man tiefen Hirnstimulationen macht, dass Leute spielsüchtig werden durch Stimulation oder sexsüchtig werden durch Stimulation. Und da kommt dann die Ethik auch wieder rein, weil die Leute eigentlich glücklich sind, dass sie weniger Symptome haben von der Krankheit, aber die Partner sind manchmal ein bisschen unglücklich, weil entweder das Konto leer ist oder andere Dinge vielleicht doch sehr, sehr anstrengend sind. Ja. Und dann kommen also dann die Partner teilweise ins Krankenhaus und wollen dann die Stimulation abgestellt haben. Das ist ein interessanter ethischer Fall im Kontext von solchen Mensch-Maschine-Interaktionen oder solche Cyborgs. Dann hoffen wir doch nur, dass die Person, die dann die Diagnose durchführt, auch richtig entscheidet und nicht ein Roboter ist, der aus der gleichen Fabrikationshalle kommt wie der Stimulationsroboter, weil sie sich da irgendwie verwandt fühlen. Ja? Herzlichen Dank. Ja, wir haben sehr viele Probleme, sehr viele fast schon humorige Themen hier aufgegriffen, aber sie sind eben doch sehr ernst, weil es wird nicht mehr sehr lange dauern, bis wir mit denen ganz konkret konfrontiert sein werden. Ich gebe jetzt Ihnen das Mikrofon, beziehungsweise Mats ist unterwegs mit dem Mikrofon und Sie können jetzt Ihre Fragen, Ihre Bedenken und Ihre Anregungen hier deponieren. Ich gehe einfach der Reihe nach. Ich schließe sehr gerne gleich an dieser Bemerkung an. Es wird nicht mehr sehr lange dauern,
ja, wie lange wird es denn dauern? Werden wir es nächstes Jahr erleben oder werden es doch erst unsere Großkinder erleben? Das ist die Frage, was Sie erleben wollen. Also selbstfahrende Autos werden wir erleben. Wir werden auch intelligentere Prothesen erleben. Wir werden erfolgreiche und nicht erfolgreiche Softwareagenten erleben. Und also das wird auf uns zukommen und wir werden also in vielen Fällen auch erleben, dass Systeme Superhuman Performance zeigen, wie man so schön neudeutsch sagt. Können wir von Science Fiction lernen, frage ich jetzt mal hier in die Runde auch ein bisschen, von Romanen, Filmen und so weiter, die dieses Problem, das auf uns zukommt, schon ein Stück weit vorweggenommen haben, Oliver Bendel? Mein Mikrofon ist im Saal unterwegs. Übrigens, Cyborgs sind auch Realität. Constanze Kurz, die ich getroffen habe, vor kurzem wieder, nächste Woche treffe ich sie wieder in Berlin, die hat eingeräumt, 2 Chips implantiert zu haben. Einer hat medizinische Zwecke, der andere nicht. Ich habe vor kurzem in St. Gallen den Most Quantified Man von Finnland getroffen. Er hat einen Chip hier zwischen Zeigefinger und Daumen. Er macht Self-Tracking, er macht Live-Logging und alle Daten, die er produziert in seinem Leben, landen dort, ausgerechnet dort. Also es gibt viele Cyborgs, natürlich solche mit Hightech-Prothesen, mit Exoskeletten, natürlich solche mit Smartphones, das würde ich schon auch als Cyborg bezeichnen, absolut. Und es gibt viele Menschen, die sich inzwischen Chips haben implantieren lassen. Ich glaube, von Science Fiction können wir so viel lernen. Einer meiner Lieblingsautoren ist Isaac Asimov. Er hat in den 50er Jahren eine wunderschöne Kurzgeschichte geschrieben namens Sally. Sally ist ein autonomes Auto. Ihr Besitzer liebt sie sehr, er ist eigentlich verliebt in sie. Sie kann Emotionen zeigen in dieser Geschichte. Sie klappert mit den Türen, wenn sie lacht beispielsweise. Und sie wäscht sich selber. Das ist sehr interessant. Auf das warten wir noch, oder? Also Autos, die sich selber waschen. In Sally kann das diese Figur, dieses Auto. Am Ende tötet sie einen Menschen zusammen mit anderen Autos und der Besitzer ist dann nicht mehr ganz so verliebt. Was wir uns eh von Science Fictions abgeguckt haben, ich behaupte oft und gerne, dass vieles von dem, was wir heute haben, an Gadgets, an Smartphones und so weiter, in Wirklichkeit schon aufgetreten ist, in Star Trek, in Star Wars und so weiter. Also wir haben uns viel Design abgeschaut, wir haben uns das hier abgeschaut, das Beamen fehlt uns noch, aber wir haben vieles aus Science Fiction genommen, von Isaac Asimov, von Stanislaw Lem, von Star Trek, von Star Wars, haben es angereichert, oft mit Design von Bauhaus, von Hochschule für Gestaltung und so weiter. Und all die Geräte, die wir heute haben, sind daraus geworden. Ich komme gleich zu Ihnen. Die Frage noch an die Juristin. Lesen Juristinnen, die sich zum Thema auseinandersetzen, auch Science Fiction, um ein Stück weit auch sich zu überlegen, wie könnten wir das Ganze organisieren? Ja, ich würde sagen, selbstverständlich, wobei ich eher die Filme schaue und die Serien und weniger die Bücher lese. Aber das gibt natürlich schon sehr, sehr viele Inputs, wo man auch noch daran denken könnte und was könnte alles passieren. Da stellen sich ganz interessante Fragen. Ja, ich komme gleich zu Ihnen. Sorry. Ich muss ja heute Abend auch noch einen Reality-Check hier durchführen, aber das ist etwas, was man grundsätzlich sagen kann über solche Science-Fiction-Filme. Ich als Wissenschaftler lerne eigentlich relativ wenig davon, weil sie einfach so vollständig überzeichnen, das, was tatsächlich technisch möglich ist. Beispielsweise jetzt im Kontext von Robotik, also wenn Sie nachher den Film Robot and Frank anschauen, dann ist der lustig, aber im Prinzip unmöglich. Also mit dem, was heute technisch möglich ist. Und sowas wird auch in den nächsten 20 Jahren oder so nicht sein. Wir können so primitive Dinge machen wie einen Rasenmäherroboter oder einen Staubsaugerroboter, wobei der eigentlich nicht saugt, sondern fegt. Aber gut, das mehr haben wir ja tatsächlich noch nicht geschafft. Vielleicht kriegen wir das autonome Fahren hin, aber... Danke. Die Frage hier. Also ich habe wie eine zweiteilige Frage. Einteilig bitte, wenn ja, es also geht. Es, ja, also wenn wir das Gehirn stimulieren, dann ist die Topografie der Stimulation sehr wichtig für die Folgen dann, für die Strafverfolgung dann später.
Das ist der eine Teil. Und der andere ist für mich die Frage bei der Implantation dieser Chips, inwiefern hat es eine Wirkung dann auf den DNA-Kern und dann auf diese inneren, im Kern bedingten Störungen, die wir ja haben, durch den Elektrosmog im Allgemeinen. Diese zwei Sachen. Also das erste, die Frage der Lokalisation des stimulierenden Artefakts im Hirn, was das für eine Auswirkung auf die Straffähigkeit hat. Mhm. Und das zweite wäre eine mehr medizinische Frage, richtig, ob es auch eine genetische Veränderung verursachen, genau, kann. Ich weiß nicht, wie die Kompetenz auf dem Podium verteilt ist. Die erste Frage würde ich gerne Ihnen geben. Für die zweite schauen wir. Ja. Also die erste Frage war ja, wenn das Gehirn irgendwie stimuliert wird, was hat das für Auswirkungen? Und es gibt ja Menschen auch, die psychische Störungen haben, die dann auch je nachdem keine Schuldfähigkeit haben. Es gibt aber auch Menschen, die psychische Störungen haben und trotzdem schuldfähig sind. Also die Frage bleibt dann immer noch, können Sie trotzdem, wo das halt im Gehirn jetzt lokalisiert ist, haben Sie trotzdem die Einsicht in das, was Sie tun, und können Sie nach dieser Einsicht handeln? Wissen Sie, dass das verboten ist, was Sie tun, und können Sie danach handeln? Das sind so die zwei Grundfragen, die man sich stellt im Strafrecht. Und wenn man beides beantworten kann, ist die Person auch schuldfähig. Also bei Psychopathen zum Beispiel würde man sagen, die empfinden ja keine Reue und auch wenig Emotionen, aber die können auch reflektieren und sind deswegen auch voll schuldfähig. Darf ich da gleich einhaken? Eine Frage, die sich mir jetzt gleich stellt, ist, wenn wir jetzt mit immer mehr solchen Artefakten umgeben sind, heißt das aus juristischer Perspektive, dass wir auch immer mehr Verantwortung in dem Sinne abgeben, dass immer mehr die Hersteller dieser Artefakte dann eben haftbar sind und wir eigentlich als reine Nutzer dieser Artefakte uns immer mehr aus der Verantwortung stehlen können? Ja, also da kommt es eben wieder darauf an. Also aus der Verantwortung stehlen wird schwierig, sobald man weiß, was diese Artefakte bewirken und sobald man irgendwie auf die Einfluss nehmen kann. Und wenn man das tun kann, ist man dann auch selber verantwortlich. Es kommt darauf an. Wie ist das jetzt mit der genetischen Veränderung? Ich weiß nicht, ob Sie hier die Frage kompetent beantworten können. Also ich bin es geht ja in Richtung Epigenetik dann letztlich, ja. Also was einfach passiert bei implantierten Chips, hier interagieren Smartphone, Datenbrille, andere Tracking-Systeme, beispielsweise auch das berühmte Armband und so weiter, all die Systeme interagieren mit dem Chip, also es werden Daten einfach darauf geleitet. Es finden keine weitergehenden Interaktionen statt. Medizinisch in diesem Sinne eher unbedenklich. Was immer bedenklich ist, ist die Operation. Also jede Operation ist ein Eingriff, mit dem der Körper erstmal fertig werden muss. Und ich staune, wie viele Leute bereit sind, auch solche Operationen über sich ergehen zu lassen. Ich wurde dreimal operiert, größere Operationen waren da der Fall. Ich würde es niemals freiwillig tun. Es bedeutet immer was für den Körper. Er ist 1-2 Jahre beschäftigt damit. Ansonsten, ich würde sagen, es sind Chips im Körper, es ist ein Gadget, viele wollen damit bezahlen, wollen in Clubs reinkommen. Es gibt verschiedene Gründe, sich Chips implantieren zu lassen, aber für den Körper, für die Körperfunktion hat das keine große Auswirkung im Moment. Wenn wir in die Stimulation dann gehen, dann wird es eine andere Sache. Da bin ich aber überfragt. Vielen Dank. Nächste Frage. Hier in der Mitte, wenn ich das richtig sehe, ich bin ein bisschen geblendet hier. Wir haben ja jetzt sehr stark das Strafrecht uns angesehen. Ich muss aber jetzt weiter weggehen. Näher. Oder näher, besser? Ja, so, danke. Ich möchte noch kurz zum Steuerrecht zurückkommen. Am Anfang ist das kurz angesprochen worden. Und heute leben wir ja, und wir finanzieren uns ja als Gesellschaft sehr stark von der Arbeit, oder von der Energieumwandlung. Wie denken Sie über generell im 21. Jahrhundert mal von dieser Arbeit, von der Besteuerung der Arbeit wegzukommen und hin zu einer reinen Energiebesteuerung, zu einer Ressourcenbesteuerung? Die Ressourcen sind ja begrenzt. Wie denken Sie darüber? Was meinen Sie dazu?
Darüber diskutiere ich jeden Tag mit meiner geschätzten Kollegin im Büro. Ich sage, du hast so viele Kinder, du musst mehr Abgaben zahlen, weil die machen Schmutz und die atmen und so weiter. Ja, und dann sagt sie, Oliver, du bist fast jede Woche im Flugzeug unterwegs, ja, geht's noch? Und ich finde das eine interessante Idee, ja, absolut. Jetzt ist mir nur die Anekdote eigentlich eingefallen. Vielleicht wissen die anderen mehr dazu. Ja, also ich bin vor allem auf das Strafrecht spezialisiert und im Steuerrecht ist es natürlich so, dass man die Parameter kann der Gesetzgeber festlegen. Also insofern ist das eine sehr interessante Idee. Aus der Sicht der Klimapolitik ist es sicher so, dass Roboter, wenn sie nicht atmen, nicht fliegen und sich gewissermaßen über Datentransposition von einem Ort zum anderen bewegen können, weil sie eben die Physis nicht bewegen können, sind sie sicher uns gegenüber im Vorteil. Ich glaube, das kann man schon sagen. Was man trotzdem sagen muss, Roboter brauchen Strom und sie nehmen Lebensraum ein. Und sie werden insofern Konkurrenten zu uns. Und von daher könnte man sogar über eine Robotersteuer der anderen Art nachdenken, nämlich eine Steuer, die in diese Richtung geht. Roboter brauchen Ressourcen, sie brauchen Strom und ja, das wäre interessant. Danke. Da hinten ist eine Frage. Uli Mäder. Ja, mich würde interessieren, was macht die zunehmende Bedeutung der technischen Intelligenz mit den Menschen? Könnte es sein, dass wir eine zunehmende neobehavioristische Tendenz haben, also in den sozialen Beziehungen, also dass so Reizreaktionsmechanismen sich über Input-Output-Mechanismen noch weiter funktionalistisch, mechanistisch verstärken. Und dass die Maschinen dann gewissermaßen zum Maßstab werden für das, was richtig und falsch ist, ja? Also ich kann da nur noch mal wiederholen, was ich vorhin schon gesagt habe. Also ich denke, das Nachdenken über die Maschinen bringt uns auch dazu, wieder neu nachzudenken über Sachverhalte, die wir schon bereits haben. Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Und über uns Menschen, oder? Was uns als Menschen ausmacht, ja. Genau, ja. Ja, ich meine, die Leute arbeiten natürlich daran, Systeme zu bauen, mit denen wir gerne umgehen. Also dass man am Ende, wenn wir jetzt ein Dialogsystem haben, dann würden wir halt ein Dialogsystem vorziehen, mit dem wir uns besser unterhalten können. Da glaube ich, dass die Systeme vielleicht auch uns Menschen verändern werden, weil wenn ich mir die Dialogsysteme zu Hause anschaue, wir haben also so einen Echo-Turm da, mit dem man reden kann und die ist eigentlich immer sehr freundlich, antwortet die zu mir. Und ich finde das angenehm, mich mit der zu unterhalten und ich verspüre da jetzt keinen Drang, mich mit ihr zu streiten, ja, oder sie zu beschimpfen. Und vielleicht ist es das so, dass solche Systeme dann auch uns Menschen erziehen, vielleicht auch manchmal doch die freundliche Version der Antwort zu geben und nicht jetzt aggressiv Leute zu beschimpfen oder irgendwelche Worte zu sagen, die wir auch nicht wollen, dass unsere Kinder die sagen. Also das sind so Dinge, von denen ich glaube, dass das schon einen Einfluss haben wird auf uns auch und wie wir auch miteinander umgehen. Wie in dieser wunderschönen Serie in der Black Mirror Folge, wo eben die Menschen sich gegenseitig permanent mit ihrem Smartphone beurteilen. Und wer eben unter 4,5 Punkte hat, kriegt eben nicht die günstige Hypothek und muss eben dann beim Autoverleih bei den schlechteren Autos anstehen. Oliver Bendel. Ich gestehe, ich beschimpfe seit 20 Jahren Chatbots. Wir haben das oft im Unterricht gemacht. Es macht auch großen Spaß. Ich habe bis vor kurzem auch Sergeant Star von der US Army beschimpft und einige Dinge gesagt. Inzwischen bin ich vorsichtig geworden und ich reise ab und zu in die USA und ich mache das nicht mehr aus verschiedenen Gründen. Früher habe ich gesagt, ich will töten oder sowas, ja, und man sollte es nicht tun. Man weiß nie, womit der Chatbot verbunden ist. Mir fällt noch eine andere Geschichte ein. Wir haben vor kurzem den Vertreter von Aldebaran Softbank getroffen. Sie stellen Pepper her, den emotionalen Roboter. Was heißt emotionaler Roboter hier? Pepper kann Emotionen erkennen. Übrigens ist da Microsoft auch sehr, sehr weit. Wir standen vor einigen Wochen vor einer Wand von Microsoft und Microsoft hat unsere Emotionen sehr zielsicher erkannt. Wir haben ängstlich geschaut
und wütend und so weiter. Und genau das stand dann auf der Tafel geschrieben. Also es gibt sehr gute Emotionserkennungssoftware. Pepper kann Emotionen erkennen und Emotionen zeigen. Er hat keine Emotionen. Völlig klar. Roboter haben keine Emotionen. Jetzt, warum ich die Geschichte erzähle. Wir haben den Vertreter von Aldebaran Softbank bei uns in Stanford gehabt, bei dieser Konferenz, AAAI-Konferenz. Und er hat von sich aus erzählt, sie haben allmählich Bauchschmerzen, was den Gebrauch dieses Roboters in japanischen Haushalten angeht. Pepper ist etwa 20.000 Mal in Japan verkauft und in Japan wachsen manche Kinder mit Pepper auf. Was uns dieser Vertreter erzählt hat, die Kinder machen Pepper nach im Sprechen und im Gestikulieren. Also Pepper hat 5 Finger, er hat unheimlich gut gemachte Hände. Das sieht sehr faszinierend aus. Ich habe ihn neulich getroffen in San Francisco in einem Shopping Center, wo er Leuten Informationen gibt. Er tanzt dann, wenn man sagt, Pepper, tanz mal zu Rihanna oder so, zu irgendeinem Song, dann kann er das alles machen und es sieht sehr faszinierend aus. Das Problem, was ich schildern will oder was ich angesprochen habe, und dieses Problem wird sogar vom Hersteller gesehen, Kinder orientieren sich an diesem Roboter. Sie ahmen ihn nach. Wenn ich bin jetzt umgezogen nach Wipkingen, vorher habe ich auf dem Zürichberg gewohnt, und wenn ich auf dem Zürichberg um mich geschaut habe, in die Wohnung hinein, habe ich viele Kinder gesehen, stundenlang mit dem Smartphone alleine gelassen. Wenn diese Kinder mit einem Roboter aufwachsen, der so viel kann, wie Pepper es kann, dann könnte daraus etwas entstehen, was wir nicht unbedingt haben wollen. Also er hat uns gesagt, sie reden wie Pepper und sie verhalten sich wie Pepper. Das könnte ein Problem werden. Da gibt es dann die Pepper-Kinder, oder? Herzlichen Dank. Wir sind am Ende des Podiums angelangt. Ich möchte Ihnen eine kurze Abschlussfrage stellen. Wir blicken ja jetzt eigentlich immer so in die Zukunft und auch die Geschichten, die wir uns hier oben erzählen von eben möglichen Pepper-Kindern jetzt ganz am Schluss noch, das scheint ja alles so in die Zukunft gelagert zu sein. Abschlussfrage an Sie, wann beginnt diese Zukunft denn eigentlich wirklich? Herr Borchert. Jetzt. Herr Bendel. Jetzt, absolut. Wir sind mittendrin, ich habe keine Angst vor der Zukunft. Ich bin froh, nicht mit Facebook aufgewachsen zu sein. Diesem Druck hätte ich nicht standgehalten als 16-Jähriger. Ich weiß nicht, wie das Teenager machen. Ich bin deswegen froh, wegen Robotern habe ich keine Angst. Jetzt kommt die Antwort der Juristin, die sagt, es kommt darauf an. Aber jetzt kommt es wirklich drauf an. Ja, nein, ich würde auch sagen, wir stecken schon mittendrin. Gewisse Probleme haben wir im Recht schon lange behandelt, wie zum Beispiel das Hacking, dass das strafbar ist. Und sonst muss sich das Recht halt wie immer weiterentwickeln mit der Technik. Ich hake jetzt bei Ihnen spezifisch nach, weil das ja wirklich auch das Thema war heute hier auf diesem Podium. Wenn wir jetzt die Dauer des Gesetzgebungsverfahrens hier in der Schweiz uns nur anschauen und dazu noch rechnen, das europäische Recht und das internationale Recht und dann das internationale Strafrecht für die E-Personen und das internationale Privatrecht. Was passiert, wenn ein belgischer Tesla mit einem liechtensteinischen Tesla zusammenstößt? Haben die das Zahlungsverkehr auch schon adaptiert? All diese Fragen, wie lange können wir uns Zeit nehmen, um all diese Fragen zu regeln? Also das ist tatsächlich ein Problem. Also das Recht hinkt der Technik immer hinterher, weil die Prozesse halt relativ lange dauern. Herzlichen Dank. Ich hoffe, es war für Sie gewinnbringend. Für mich war es. Ich bedanke mich bei Ihnen auf dem Podium und Ihnen fürs Zuhören. Ja. Herzlichen Dank, Christoph, für die Moderation dieses wunderbaren Gesprächs. Für mich auch sehr gewinnbringend und erleuchtend. Danke auch an Nadine Zurkinden, Wolfgang Burgart und Oliver Bendel. Jetzt gibt es eine kurze Pause. Um 15:30 geht es weiter mit einem Input-Referat von Karin Wey von IBM Research, die gerade zum Thema, wie sich die Arbeitswelt verändern wird durch künstliche Intelligenz, was erzählen wird. Danach gibt es direkt im Anschluss ein Input-Referat dazu, inwiefern die Angst vor selbstfahrenden Autos unbegründet ist, von Marco Kovic. Gleichzeitig fängt um
der Workshop von Michael Haas an. Und das sind so die nächsten Programmpunkte. Viel Spaß noch.